Hallöchen, ihr süßen Zuckerpuppen. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich wurde von Shot Events eingeladen zur Schießanlage. Ja, ich habe die auf der Venus getroffen und habe gesagt, ich möchte gerne mit Kaliber 50 schießen. Ja, daraufhin haben die mich gleich bei Facebook angeschrieben und gesagt, liebe Aische, was du gesagt hast, das muss jetzt in die Tat umgesetzt werden. Ja, und hier bin ich. Ich bin schon tierisch aufgeregt. Ich weiß nicht, was ich da in meinem jugendlichen Leichtsinn auf der Venus erzählt habe. Kaliber 50 ist schon eine Hausnummer, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und gucken, wie das alles hier so aussieht. Ich habe übrigens, ich habe neue Haare. Ich bin jetzt nicht vor Schreck ergraut, ich war beim Friseur und ich habe auch mir passendes Outfit, weil ich dachte, muss ja passen. Deshalb spielen wir ein bisschen Call of Duty in real life. Ich glaube, da sind hier richtig. Ja, ich sehe auch schon Menschen. Und ich meine, ich habe vorhin auch einen Schuss gehört. Und dann gehe ich mal Hallo sagen. Ich sag dann mal, ich bin da, ich möchte ein bisschen schießen. Ja. Wir sind da. Die haben alle schon Kopfhörer auf. Ich sag mal jetzt mal Hallo, ne? Hallo. Hallo. Ich bin die Aische. Hi. Oh, du bist gerade schwer beschäftigt. Andreas. Hallo, Andreas. Andreas, ich darf heute bei euch schießen? Ja. Oh mein Gott. Ich bin aufgeregt. Muss ich Angst haben? Ja. Ja. Okay, wenn du an der richtigen Stelle der Waffe stehst, nicht. Okay, gut. Wenn du davor stehst, dann schon. Das hatte ich jetzt, war jetzt nicht so der Plan. Gut, dann musst du keine Angst haben. Okay, gut. Und du erklärst mir alles, zeigst mir alles und dann. Genau. Supi, ich bin gespannt. So. Wir haben hier ein paar Waffen, mit denen wir gleich mal anfangen. Das ist eine Heckler & Koch SFP9. Das ist eine zukünftige Dienstpistole, Polizei. In Brandenburg kommt die, wahrscheinlich auch in Berlin. Eine Neuentwicklung. Kunststoffwaffe, naja, wie auch immer. So, das ist eine Sig Sauer P220, ist auch eine Dienstpistole, allerdings mit einer Sportvisierung. So kannst du besser schießen. Achso, okay. Du musst mir immer alles genau erklären, das weil ich davon gar keine Ahnung habe. Bekannt aus Film und Fernsehen, Colt 1911, 45er Automatik. Aus welchem Film kennt man die? Alle. Alle, okay. Du siehst, gegenüber der 9mm, das ist ein deutlich größeres Ofenrohr. Ja. Dann auch recht bekannt, der Dirty Harry Argumentationsverstärker. Ein Smith & Wesson Revolver, Kaliber 357 Magnum. Der haut schon ein bisschen rein. Und zu guter Letzt ein Western Six Shooter, Kaliber 44 Magnum. Da kommt ordentlich Wind drauf. Ich krieg ein bisschen Angst jetzt schon. Ich habe ja die ganze Zeit eine große Klappe gehabt. Ja, aber wenn ich hier so davor stehe und den Bums höre, kriege ich ein bisschen Angst. Ich werde mich jetzt nicht erschrecken. Ich werde mich nicht erschrecken. Ich werde mich nicht erschrecken. Ich werde mich nicht. Oh, ja, mit dem Kaliber schießt du auch noch. Bitte? Mit dem Kaliber schießt du auch noch. Was ist das für ein Kaliber jetzt? 223 Jennings. 5,56 x 54 NATO-Munition. NATO-Munition. Sturmgewehr-Munition, G36 und sowas. Und das ist ungefähr so groß wie das von der AK-47, ne? Das ist auch so. Genau, das ist so fast identisch. Das kenne ich nämlich, damit habe ich mal geschossen mit einer pinken. Mit einer pinken AK-47. Wahnsinn. Das war die einzige pinke Waffe, die sie hatten. Da habe ich gesagt, ich will die pinke. Habt ihr auch pinke Waffen? Nee, da. Das ist ja 9mm. Da könnt ihr mal hinstellen, dann räumen wir nicht so weg. Das ist 9mm. Damit fange ich an. Genau. Das ist die hier. Genau. Das ist 45er Automatik. Das ist die. Das ist 357 Magnum. Das ist 44er Magnum. Bitte. Da gibt es aber Hülsenfänger für. Wir hätten auch mal eingekauft für unsere Alpen. Guck mich nicht so an, ich hab Angst. Wieso Angst? Nein, was heißt Angst? Respekt auf jeden Fall. Okay, wir fangen mit der Pistole an. Ja. Ich gebe dir die Waffe gleich mit dem Geladen in die Hand. Ja. Ich komme auf die Seite hier rüber. Moment, wir tauschen mal die Position. Geh mal dahin. Ja. Du nimmst dann die Waffe und dann drückst du diesen Hebel hier runter. Und dann geht die zu. Ja. Okay. Geht das auch mit Fingernägeln? Ja, abmachen können wir sie jetzt nicht. Okay. Oder? Abschießen? Nein. Auch blöd. Nein. Das ist deine Zielscheibe bei der Bahn Nummer 4. Ja. Die ist 25 Meter weit weg. Ja. Das ist dein erstes Ziel, was zu treffen. Alles klar. Okay. Mhm. Ja. Schulterbreit hin. Gut.
eher nach vorne gebeugt als nach hinten. Gut. Die Hand höher, höher, schön da rein. Und die andere Hand drückst du so daneben. So. Jetzt hier runter. Genau, den drückst du runter. Okay, und jetzt immer die Waffe nach vorne halten. So. So. Ganz langsam mit der Fingerspitze. Im Zielen weiß, wie das funktioniert. Ne? Das, die drei Punkte müssen in einer Linie sein, also nebeneinander. Ja. Und da der Verlauf muss dann im Schwarzen sein. Im Schwarzen. Also der weiße Punkt hier vorne überdeckt das Schwarze. Alles klar. Und dann? Die beiden, die beiden hinteren Punkte sind parallel in der gleichen Höhe wieder. Okay. Okay, pass auf, geht los. Habe ich getroffen? Weiß ich nicht. Schieß weiter. Wie viel Schuss hat die eigentlich? 10. Okay. Zumindest hast du eben die Stahlscheibe hinten getroffen auf 100 Meter. Ah ja? Immerhin. Ich habe das Gefühl, ich schieße daneben. Ja, war krass. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht einmal getroffen. ich habe immer aufs Schwarze gezielt. Ich bin jetzt neugierig. Okay, wir machen erstmal mit der anderen Waffe weiter. Ja, aber es ist schon anstrengend so die ganze Zeit, ne? Der wird mir auch ganz warm. So, das ist jetzt die... Oh, die ist schwerer. Ja. Was muss ich hier auch? Da. Hier. Und dann hast du auch die Möglichkeit... Ach so, nach vorne und breitbeinig. Scheiße, das gibt keine Bedachung. Huch! Die Bedachung ist ja nicht da. Ich glaube, ich muss meine Jacke ausziehen. Das ist gerade aufregend jetzt. Mir ist warm. Ist egal, dass draußen 3 Grad sind. Mir ist gerade warm. Das Zähler hier runter. Genau. So. Moment mal. Fertig? Ich hab die schon leer geschossen. Ja. So langsam fängt es an, Spaß zu machen. Aber ich sehe da schon ein paar Einschusslöcher. Ich hab, irgendwas habe ich auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, ich würde hier auch bei 10 Grad minus jetzt meine Jacke ausziehen. Mir ist gerade so warm. Voll Adrenalin. So. Jetzt zum Revolver weiter. Ja. Du kriegst den gleich in die Hand. Mhm. Spannst du den Hahn vor. Ziehst du ihn nach hinten? Ja. Und dann ziehst du ab. Ja. Ja. So, jetzt. Schön nach festhalten, schön. Ja. So, jetzt ziehst du ihn nach hinten. So. So? Genau. Und jetzt schießen. Genau. Zielen und schießen. Das ist schon, die werden immer schwerer, die Waffen. Einfach mal 10 Schuss oder so. Ja, ja. Wow! Muss ich jetzt wieder spannen? Ja. Macht man das mit rechts oder mit links? Wie du willst. Jetzt. So. Wow! Spann. So, dann mache ich die Waffe sauber. Ich nehme dir nachher mein hinten jetzt Stück. Schon laut. Ohne Gehörschützer richtig laut. Ich habe irgendwas getroffen. Ja. Ja. Die Stahlscheibe, die dahinter hängt, die hängt genau hinter deiner Scheibe. Da hast du gegengetroffen, gegengeschossen. Das heißt, du hast durch deine Scheibe durch und hinten auf die Stahlscheibe geschossen. Das ist doch gut, oder? Habe ich doch was getroffen. Ja, die hängt hinten, glaube ich, echt am Reifen, oder? Schon schwer. Nee. Doch. Warte.
Das ist schon. Das ist, wenn du auf die Stahlscheibe damit schießt. Das ist aber schon, man merkt schon auf jeden Fall den Unterschied, ne? Dagegen war das ja hier Kindergeburtstag. Jetzt geht's los. Ja. Oh, meine Arme tun weh. Ich hätte gestern kein Bizeps-Training machen sollen im Fitnessstudio. Die fallen gerade ab. Der Zug ist super sensibel bei dem. Ja. Das ist jetzt 44er Magnum. Es wird immer schwerer, habe ich das Gefühl. Ja. So, schön festhalten. Richtig, richtig festhalten. Okay. Ja. Vorspannen. So? Ja. Wo muss ich denn da durchgucken? Das sieht hier anders aus. Hier durch? Vorne das. Oh! Alter! Alles klar. Kriegen wir hin. Das hat ordentlich Rums. Augenbrauen. Aber die spannt sich leichter als die andere. Von 1913 ist die Waffe. Krass. Und schießt immer noch. Ne? Das war's, oder? Oder ist noch ich eine? Weiß nicht. Ich zähle nicht mit. Die hört schon selbst auf. Ja, aber dann fühlt mal einen Schuss einfach in den Sand oder so. Oder? So vornehmen das. Ja. Okay. Das tut schon weh. Guck mal, da geht die Sonne auf, weil ich so schön schieße. Nee, die geht auf, weil jetzt die richtigen Sachen kommen. Ach so. Okay. Fürs erste Mal, wie habe ich mich angestellt? Bis jetzt? Jetzt, ganz gut. Okay. Kannst du offen lassen. Die haben wir nicht reingestellt. Es hat hier voll gezeckt, das wird blau. Ich werde einen blauen Finger kriegen. Und, liebe Mädels, ja, man kann auch mit behinderten Fingernägeln, wie ich immer sage, ich bin ja behindert in meinem Leben, aber es funktioniert, man kann damit schießen, also bis jetzt. So. Haben wir auf das Selbstladen verzichtet, haben wir das Winchester gekauft. Habe ich getroffen? Ja. Auch ins Schwarze? Zweimal habe ich getroffen. Und das war 600 Schuss. Haha, so viele waren es nicht. Das hätte zumindest wehgetan, wenn da einer gestanden hätte. Der wär umgefallen. Ja. Der läuft nicht mehr weg. Und bei euch kann jeder, der sich bei euch da auf der Webseite euch anschreibt, kann jeder zum Schießen kommen. Du kannst dich bei uns auf der Webseite, sind Termine drauf, da kannst du dich online anmelden. Okay. Und dann kann. Dann kriegst du eine Bestätigung. Gibt es eine Altersbeschränkung? Ab 18. Ab 18, okay. Macht auch Sinn. Also ich würde jetzt nicht wollen, dass meine Kinder, die ich nicht habe, schießen. Meine Tochter ist 14 und schießt auch. Ja? Ab 14 ist es gesetzlich für sportliche Schießen erlaubt. Okay. Aber nicht mit solchen Waffen, das sind dann Kleinkaliberwaffen. Okay. So. Ja. Ist groß. So. Das ist ein kleiner Fernseher da vorne. Nach vorne beugen, nicht nach hinten. Der Feind kommt von vorne, nicht von hinten. Aber da ist nichts auf dem Fernseher. Siehst du da nichts? Nee. Da ist kein Programm eingestellt. Doch. Aber das Kreuz ist irgendwie. Oh Gott. Mach mal was anderes an. Ist das besser? Jetzt habe ich einen Punkt, ja. Kannst du ihn erkennen? Ja. Okay. Der muss in der Mitte vom Schwarzen sein. Genau. Alles klar. Waffe ist scharf geladen und los geht's. Du hältst mich. Ja, das ist nicht so doll bei der. Kommt ein Schuss raus? Ja. Was kann ich denn machen, damit der Punkt auch wirklich da bleibt? Einfach so halten. Oh, ich muss die Mütze ausziehen. Halt mal kurz. Moment. Das ist alles hier. Ich bin gleich ganz nackt, ey. Geht schon los. So, jetzt. So. Und los geht's. Der bist du im Sommer. Geht doch. Ja.
So, auf einmal sieht es nichts mehr. Ist die schwer. Du brauchst mal alles, was andere jetzt. Ich muss das mitnehmen. Das darf ich noch nicht mitnehmen. Das kleinste Paket. Was kommt da dran? Zeig ich dann mal. Also, hier siehst du die größeren Löcher. Ja. Das hier vorne ist der 44er Magnum Revolver. Das siehst du durch diesen Bleiabrieb, der da ist. Ja, stimmt, sehe ich. Das ist der schießende Bleistift. Das wird wahrscheinlich die 45er sein, die Pistole. Ja. Das ist 9mm hier. Guck mal, ich habe zweimal ins selbe Loch geschossen. Und das ist das AR-15er Sturmgewehr. 1, 2, 3, 4, 5. Also weglaufen wird er nicht mehr. Ja, aber ich habe doch schon immerhin die 9 einmal getroffen. Ja. Das ist ja schon fast richtig gut, oder? Ja. So, das waren jetzt 25 Meter. So, dann machen wir weiter. Statt 25, jetzt 300 Meter. 300? Ja. Kein Problem. Krieg ich hin. So, und das ist hier Kaliber 50. Ich habe den Mund ja ganz schön voll genommen, jetzt wo ich das genau. So sehe. Erzähl mal was dazu. Ist Kaliber 50 BMG. BMG-Schiff für Browning Machine Gun. Das heißt? Das wurde für starke, schwere Maschinengewehre entwickelt, das Kaliber. Mhm. Die militärisch wird das eingesetzt, um zum Beispiel feindliche Radaranlagen auf große Distanzen zu bekämpfen. Okay. Oder halt für schwere Maschinengeschütze, um Panzer zu bekämpfen und ähnliches. Komm mal ein bisschen näher, weil hier mein Mikro ist, weißt du? Die Patronen haben ca. 18.000 Joule Ladung. Was heißt das? Das ist die Energie, die da rauskommt, okay. Die Windows-Energie. Eine ganz normale Patrone, die Polizei benutzt, hat 300 Joule. Ja. Weil bis 600 hochgeladen ist. Aber du wirst es auch merken, da ist echt Rums hinter. Mit dem Gewehr schießt du auf 2000 Meter recht präzise, wenn man es kann. Wenn man es kann. Und wenn man es so nicht kann, dann... Dann hast du Glück, wenn du auf 300 Meter die Scheibe triffst. Wo ist denn 300 Meter? Da hinten. Wo hinten? Da hinten. Da hinten, wo die Wand ist? Ja, wirst du gleich... Du weißt gleich, was 300 Meter sind, weil wir da hinlaufen und die Scheibe hinbringen. Und dann weißt du, wann 600 Meter gelaufen bist, wenn du wieder hier bist. Das ist weit. Ja, soll auch an der Entfernung liegen. Ne? Okay, ja, macht Sinn. Das ist, weißt du, das ist Scharfschützengewehr, ne? Ja. Pass auf, ich kenne das von Call of Duty. Da gibt es immer so Männchen, die nennt man Camper. Mhm. Die liegen die ganze Zeit an einer Stelle und gucken durch ihr Scharfschützengewehr, bis der Feind kommt und schießen. Durch das Zielfernrohr. Ja, das meinte ich natürlich, durchs Zielfernrohr, weil durch ein Gewehr kann man ja nicht durchgucken. Blöd, ja. Und erzähl mal, wie viel Power hat so ein Teil? Also die Geschosse, Ja. Jetzt das nicht, weil das ist ein Hohlspitzgeschoss. Aber was ist ein Hohlspitzgeschoss? Da vorne siehst du eine offene Spitze. Ja. Das pilzt auf, wenn es irgendwo rauf trifft. Was heißt pilzt auf? Du musst so reden, dass ich dich verstehe. Ah, okay. Und wenn das ein Vollmantelgeschoss ist, also ein einzelnes... Also ohne Loch. Ohne Loch. Ja. So, warte mal eben. Sieht aus wie. Wie das hier. Ja, hat kein Loch. Das ist übrigens Polizeipatrone. Nur der Unterschied. Die armen Polizisten können sich nicht mal ordentlich verteidigen, haben hier nur so einen Furz, weißt du? Ja, furchtbar. Also das geht mit einem Vollmantelgeschoss, mit einem gehärteten, auf 200 Meter problemlos durch einen V8-Motorblock vom Chevy durch. Und das Witzige ist, der Motor lief auch noch. Der lief nach. Ach, hast du ausprobiert? Nee, wir nicht. Okay. Weil sowas so ein Blödsinn machen wir nicht. Okay. Der lief, aber im zweiten Schuss hat er dann aufgehört. Aber das Geschoss ist durch Auto, durch den Motorblock und dann hinten irgendwo eingeschlagen. Kugel ich mir damit die Schulter aus beim Rückstoß? Wenn du das so machst, wie ich sage, nicht. Okay, gut, dann bin ich beruhigt, weil die brauche ich noch. Also das ist schon Terror für die Schulter, ja. Dann gehen wir mal die 300 Meter und gucken uns die Scheibe an. Und ich muss die Ohrringe ausziehen, die stören mich nämlich jetzt schon. Also Ohrringe beim Schießstand ist eine Scheißidee. Die brauche ich schon mal nicht. So, wir laufen jetzt die 300 Meter. Ich bin bewaffnet mit einem Tacker. Ja? Jetzt bist du auf 100 Meter angekommen. 100 Meter sind wir schon gelaufen. Und so weit soll ich schießen, ja? Und das Geschoss fliegt auch wirklich so weit. Du bist dir ganz sicher? Ja. Ja, bis jetzt hat man mir erstmal nur einen Tacker anvertraut, ne? Also mehr ist halt noch nicht drin gewesen. Aber mal gucken. Da oben haben endlich Kleingeschosse eingetroffen. Okay. Die Anlage ist für diese 50 BMG-Geschosse ausgelegt. Was passiert, wenn ich aus Versehen mit dem BMG-Geschoss da reinschieße? Dann ist da ein großes Loch drin. Aber das fällt nicht auseinander? Nein.
Okay. Mit drei Schuss an derselben Stelle sind, kippt das ganze Ding um. Ich schaffe es garantiert nicht, dreimal in dieselbe Stelle zu schießen. So, das sind die 300 Meter. Wir sind angekommen. Also es ist eine ganz schöne Entfernung, wenn man guckt. Und jetzt kommt mein Tacker zum Einsatz. So, machen wir so richtig rum. Ja. Das ist ja auch nicht. Ja, Ordnung muss sein. Dann tacker mal fest hier. Ich weiß gar nicht, wie man tackert. So? Gegenhalten, draufdrücken. Und noch zwei, drei andere rein. Ist gar nicht so leicht zu tackern. Guck mal, die Apple Watch hat auch gerade gesagt, Erfolg. Erfolg? Genug Bewegung. So, da unten auch. Oh, da war da gar nichts raus. Mit dem Tacker kann ich schon mal super umgehen. Da musst du reintreffen. Krieg ich hin. Und sag mal, warum habt ihr dahinter so viel Sand? Super. Da hinten werden die Geschosse gestoppt. In dem Sand? In dem Sand zuerst und da hinten, der Sandwall ist ungefähr 20 Meter breit. Und was ist es, wenn ich aus Versehen in das Holz schieße? Nicht rein. Nein? Weil durch den Winkel landest du da hinten im Beton. Ach so. Du schaffst es auch nicht, hier oben rüber zu schießen. Ah, nee, okay. Gut. Man kann bei dem Gewehr, wenn wir in Berlin sind, sagen, wenn du damit losschießt, kippt zwei Postleitzahlen weiter einer um. Das Ding fliegt 17 Kilometer. Oh, da könnte ich von Spandau aus nach Kreuzberg schießen. Wenn du das nicht. Ja, ich wurde jetzt gerade, mir wurde jetzt alles erklärt. Jetzt. Okay. Okay. Dann sicher sie jetzt. Nimm die Waffe mal in Anschlag. Okay. Ja. Ist das Ziel? Ja. Soll ich näher ranzoomen oder ist das okay? Ich sehe es. Okay, Achtung. Die Waffe ist entsichert. Wo ist denn hier? Hier. Oh Gott, ich habe Angst. Langsam ziehen. Nee, ja, fertig. Mal ein bisschen aufpassen, weil ich habe echt Angst. Fest in der Schulter. Hä? Die Waffe fest in der Schulter. Ja. Okay. Ja, aber das ist ja vielleicht okay. Genau das Richtige so ein Ding. Ja. Jetzt hätte ich ganz weit vorne hin gemacht. Wow! Mein Gott! Ich dachte, das reißt mir den Kiefer weg. Aber ist okay. Okay, dann machen wir noch mal ein. Drei Stück hast du. Ich glaube, nach drei Stück habe ich eine blaue Schulter. Nee, die wird erst rot. Sieht man schon was? Alter Schwede, bin ich voller Adrenalin gerade. Ist das krass. So, weiter geht's. Du hast gesagt, das Ding macht erst Bumm, wenn ich weiterziehe. Du wolltest dich so lange überlegen. Wow! Alter! Ah, fuck, tut das weh! So, alle guten Dinge sind drei. Nach drei habe ich auch genug. Alter, das hat gezeckt. Oh! Oh. Meine Finger vom Abzug, bitte. Ja. Okay, seid ihr bereit? Jetzt geht's los hier. Es sieht einfach nur schön aus. Oh! Oh! Ich will nicht mehr. Oh! Oh! Oh, war das geil. Ha? War geil, oder? Ja. Oh, fuck, tut das weh. Du magst doch einen richtigen Bums, oder? Alter Schwede. Es reicht. Danke. Meine. Ich zitter noch ein bisschen. Aber ich hoffe, ich habe getroffen. Ich habe mich echt bemüht, ne? Ja.
Aber ist schon geil. Alter Schwede. Na gut. Also du schießt dir mit dem stärksten Kaliber, was es für solche Gewehre gibt. Krass. Das erste Mal. Und wenn du merkst das auch, wenn die rauf hast. Geht auch noch. Der hat schon ein bisschen Temperatur. Oh, da kann man sich die Hände schön dran wärmen. Ist voll praktisch. Krass. Das ist jetzt alles von dem dreimal Schießen so heiß geworden. Nach 20 Schuss glüht das Ding. Krass. Das ist richtig warm. Das merkst du richtig. Das Ding wird richtig. Du kriegst die Waffe auch nicht auseinandergebaut. Krass. Die Fortmeier und sowas. Ja, aber du musst dir das mal so reinziehen. Ne? Du sitzt da und du weißt, es wird gleich richtig Rückstoß geben. Du musst dich richtig. Ich höre mich selber nicht. Du musst dich da, wenn du davor sitzt, echt volle Kanone überwinden. Also ich musste mich voll überwinden. Volle Kanone überwinden. Ja. Ich musste mich wirklich voll überwinden. Es war. Ja, komm, das ist der Beste. Da hast du gewusst, was kommt. Ja, das stimmt. Der Erste hat auch am wenigsten wehgetan. Ja, das ist wahrscheinlich, wer immer weiß. Jetzt. Danach. Dann lass uns mal nach vorne gehen. Ja. Danach hast du ja drauf gewartet. Ja, stimmt. So, ich glaube, ich habe getroffen. Man sieht Einschusslöcher. Zwei Löcher sehe ich. Wo ist denn das dritte? Oh, ich habe den Schwarzen getroffen. Nicht schlecht. Na, guck mal. Eins, zwei, drei. Dreimal geschossen und dreimal getroffen. Voll gut. Das ist super. Boah, voll gut. Oh, das hänge ich mir zu Hause auf. Guck mal, das war bestimmt der erste Schuss. Das war der zweite. Und wenn die mir nochmal fünf gegeben hätten, dann hätte ich immer hier getroffen, ganz sicher. Aber mit einer neuen Schulter dann. Also wenn man sich da ein Schussbild auf 25 Meter ansieht, dann denkt man, du würdest auf 300 Meter kein Scheuntor treffen. Aber ich hab's getroffen. Also? Du noch auf 300 Meter. Genau, das ist jetzt der Plan. Dann sagst du dem Gegner soll erstmal 300 Meter. Genau, laufen. Geh mal erstmal. Wir sollten noch Kreppband mitbringen für einen. Ja, da. Ne? Ja, also, ihr Lieben. Wenn ihr von mir erschossen werden möchtet, dann nur auf Distanz, weil auf nah kann ich nicht so gut schießen. Ihr müsst dann weiter weggehen, damit ich euch treffe. Das trage ich ganz stolz meine Scheibe. So, ihr süßen Zuckerpuppen, das war mein Tag auf den Schießstand. Vielen, vielen Dank für die Einladung von Shot Event. Ich habe hier mit meinem Kaliber 50 Spaß gehabt. Ich werde auch noch, glaube ich, mehrere Tage Spaß haben. Meine Schulter wird nämlich ziemlich anschwillen. Aber es war mega geil. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr auch einen geilen Tag mal auf dem Schießstand verbringen wollt, dann schreibt unbedingt Shot Event. Die haben eine super Webseite www.shotevent.net. Und dann könnt ihr auch mit so einem kleinen, süßen 50 Kaliber schießen, aber es wird mir langsam zu schwer. Deshalb gebe ich es mal in professionelle Hände. Nimm mein Souvenir mit und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt in die Kommentare, was auch immer ihr schreiben wollt und ich gehe noch ein bisschen schießen. Ciao! Yeah.